Mein Name ist Jessica Lutz. Ich bin die Frauenvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten in Vorarlberg. Ich setze mich für andere berufstätige Frauen ein, da mir Gleichberechtigung ein großes Anliegen ist. Dabei stellt sich schon die erste Frage: Wie kann es sein, dass wir Frauen in der heutigen Zeit immer noch weniger Geld verdienen als Männer? Wir vergleichen dabei Äpfel mit Äpfel, also Vollzeit mit Vollzeit oder Teilzeit mit Teilzeitberufen. Und dabei kommen wir auf Unterschiede von über 27% in Vorarlberg. Umgerechnet sind das über 70 Arbeitstage, die Frauen unbezahlt arbeiten. Ist das deiner Meinung nach gerecht? Nein, ich finde es nämlich auch nicht gerecht. Eine weitere Frage, die mich beschäftigt: Warum haben Frauen bei den Beförderungen immer wieder Schwierigkeiten und ziehen den Kürzeren? Damit es Frauen in die obersten Entscheidungsgremien schaffen, muss der Frauenanteil in Führungspositionen steigen. Dies hätte großen Einfluss, wie zum Beispiel, welche Angebote ein Unternehmen macht zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Ausbau von Kinderbetreuung ist meiner Meinung nach längst überfällig, denn nur wenige Eltern in Vorarlberg haben die Möglichkeit, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Um uns Frauen eine Wahlfreiheit zu ermöglichen, ob wir mehr oder weniger arbeiten wollen, muss der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen dringend vorangetrieben werden. Daher fordern wir stärkere Anhebung der Löhne und Gehälter, Chancengleichheit in Führungspositionen, Arbeitszeiten müssen flexibler werden, dass auch für die Eltern mit Kindern das Ganze möglich wird, sowie der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Ist dir das auch wichtig, dass wir diese Themen weiter vorantreiben? Dann unterstütze auch du uns und werde Gewerkschaftsmitglied.